Apropos tun. Es geht wieder los. Also wir gehen mal wieder in Bild 1 zurück. Und was müssen wir finden? Eicheln. Kleine putzige Eicheln müssen wir finden. Ist ja jetzt auch überhaupt nicht schwer. Alles grau und grau und dann sind die Eicheln bestimmt auch irgendwie grau oder sowas. Oh. Hatte ich mir das gut überlegt mit der Sammleredition? Ich glaube irgendwie nicht, ne? Ah, Moment, da muss ich mich anders hinsetzen. Ich habe zwar einen Bildschirm im Blick und alles, aber ich sehe nicht so detailreich, weil ich ein bisschen schräg sitze. So, dann gucke ich mal erst die Ränder ab. Eicheln. Nee, man muss sie auch sehen, wenn das Ding oben ist. Ach, eine Eiche mit Blättern sogar. Okay. Also, eins haben wir. Jetzt suchen wir Nummer zwei. Eine Eiche mit Blättern. Die sieht natürlich ein bisschen anders aus als das, was ich jetzt gesucht hatte. Und die wird sich natürlich wie immer an das Bild anpassen. Auch farblich, vermute ich mal. Cool gemacht. Also das haben sie wieder sehr schön gelöst, muss ich mal sagen. Und ich liebe es. Ja, also das ist ja auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen während des Spiels. Nebenbei das Rumgefrimse suchen. So, das sind Nummer zwei. Es waren schon zwei. Oh, wir haben schon einiges an Bildern entdeckt. Also wir müssen einiges an Dingern suchen. Oh, war ja. Im Übrigen, was ich noch sagen wollte, was mir bisher immer aufgefallen ist. Ich finde es echt toll von euch, dass ihr miträtselt in den Kommentaren und alles. Ich freue mich ja auch über jedes Kommentar. Aber bitte bedenkt, wenn ihr das schreibt, bin ich schon längst weiter. Außer es kommen mal wieder 2, 3, 4, 5 Tage nichts. Dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch immer da bin, ohne Lösung, sehr hoch. Aber eigentlich nehme ich halt immer vorneweg auf. Finden wir nebenbei auch mal noch schnell eine Parabel. Jetzt habe ich gleich den Faden verloren. Düdüm hätte ich dazu jetzt so gesagt. Was wollte ich gerade sagen? Ach ja, und wenn ihr dann halt euer Kommentar da lasst und alles, wie gesagt, ich finde das sehr schön, aber schreibt das bitte nicht so wie, ja, gucke mal da und da, und dann so grandig, so wie, ja, und dann machst du das nie und so eine Dinge habe ich auch schon darunter gelesen. Ja, ich habe dir ja gesagt, dass das da und da ist. Ja, Leute, bitte, ich spiele das, meistens längerfristige Aufnahmen halt. Und dann kann ich halt nicht auf jedes Kommentar auch im Spiel eingehen, weil die Stelle habe ich ja schon gespielt. Also viele sind ja, die haben ja Verständnis dafür, dass ich lange Aufnahmesession mache. Und die finden das halt toll. Und andere, die finden das überraschenderweise doof, weil sie ja dann, weil ich ja dann sozusagen nicht auf sie eingehen kann. Wobei ich mir aber sage, es ist für mich 1000-mal einfacher so. So, wenn ich das oben habe, müsste ich das auch finden.
Also mal ein ganzes Stück Bild weniger zum Gucken, ne? Wo ist denn das versteckt? Bam, bam. Nicht von der Musik ablenken lassen. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie gut sie das verstecken. Also wenn ihr sie schon gefunden habt, Glückwunsch. Bin noch verzweifelt am Suchen. Aber wir haben immerhin eine Parabel schon mal dadurch gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob hier hinten was versteckt sein kann. Ich lasse mal die Maus still. Weil ich zwinge mich dann mit der Maus mitzugucken. Und ich habe jetzt gelernt, dass ich meistens genau dann über das drüber gucke, was ich suche. Parabeln hatten wir aber jetzt keine, ne? Also in den anderen Bereichen. Was ist das? Also du musst das Bild ja echt studieren. Im Baum. Oh, im Baum. So. Ganz kurz Parabeln. Die Auferstehung des Schwans. Verbotenes Idol. Der erste Baum. Der dunkle Traum. Juwel der Besonderheit. Kann man das hier irgendwie umblättern? Nö. Okay, aber Parabeln haben wir jetzt hier vorne keine gesehen gehabt, ne? Guck lieber nochmal nach, weil ich möchte alles mitnehmen diesmal. Alle Geschichten vom Schwanenkönigreich sind es wert, erzählt zu werden. Nee, also hier sehe ich nichts wabern wie bei der Parabel gerade. Nö. Okay. Gut, wir haben drei Eicheln und eine Parabel. Wir sind also schon gut dabei. Dafür, dass wir... Wie lange spielen wir jetzt eigentlich schon? Ich habe gerade nicht auf die Uhr geguckt. So, gehen wir als nächstes hier hin. Wie will man in dem Nebel irgendwas finden? Himmel her. Also das haben sie dieses Mal echt super gemacht. Gerade mit so nebligen Dingen wie jetzt hier. Du siehst hier dahinter nichts. Ich kann etwas Gefährliches spüren, aber sehen tun wir nichts. Wir sehen gar nichts. Aber die Augen verschwinden jetzt, wo wir drüber gegangen sind. Schon wieder los. Oh Himmel. Entschuldigt, ich gähne gerade auch ein bisschen, weil der Tag war ja auch sehr lang für mich. Wenn euch das übrigens nicht gefällt, so dass ich so herumsuche und alles, erstens, es gehört ja eigentlich dazu. Wir lassen das jetzt, wir gehen hier eh gleich auf dem Rückweg nochmal lang. Aber der Nebel macht mir gerade Kopfschmerzen. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
Da ist sie, ganz leicht. Und da war noch eine Parabel, cool. Haben wir schon zwei. Also, es ist überraschend gut diesmal. Moment, es ist gerade was gewesen. Okay, nicht wundern, eine Freundin guckt mir gerade zu. Ich musste ganz kurz was erklären. Alles gut, alles gut. So, da war die Eichel. Eine Parabel vermuten wir hier nicht. Also hauptsächlich ich. Sie hat gerade nur drauf geguckt. Nein. Ich muss ihr gerade nur erklären, was ich spiele, weil ich ihr das noch nicht mitgeteilt habe. So, hier hatten wir alles, ne? Ganz leicht zu finden, jetzt wo ich weiß, nach was ich gucken muss. Die Parabel dürfte hier nicht sein. So, jetzt wird es wieder ein bisschen schwieriger. So, gucken wir mal weiter jetzt. Ah, da war sie, gut. Nein, ah, da wollte ich doch jetzt noch gar nicht hin, auch wenn ich hier auch suchen muss. Da wollte ich noch nicht. Ich wollte erst gucken, ob ich hier noch eine Parabel finde. Sieht aber weniger danach aus, nicht wahr, meine Lieben? Wabert und schwabbelt nichts und es wechselt nicht die Form. Gut, dann gehen wir noch eins weiter. Dann haben wir dann, glaube ich, alle durch, oder? Bisher. So, nehme ich das mal runter. Schon gefunden. Jetzt würde ich allerdings gerne noch gucken, ob es eine Parabel gibt. Also manches wabert auch ohne, dass es irgendwie was ist, ne? Da war sie. Supi. Haben wir sie vollständig? Ja. Können wir uns sie anhören? Nein, können wir nicht? Was ist denn das? Okay. Moment, wartet mal. Dann muss ich mal ganz kurz was recherchieren. Moment. So, jetzt gucke ich mal. Vorlesen, Parabeln. Nö. Hier steht, das geht nicht mehr ab dem Teil. Okay. Nö. Okay, dann werde ich euch das dann gleich vorlesen. Da muss ich vorher noch mal kurz was trinken, weil mein Hals so trocken ist.